kann ich für euch antike und sehr mächtige Artefakte interessieren. Kinkelitz hier, ne? Magisch? Ja, sehr magisch. Ach übrigens, wir tauschen nichts um und erstatten nichts. Nur damit ihr das wisst. Ja. Was haben wir da? Tränke? Lehrlingskristallkugel? Kostet alles viel zu viel. Bewirkt bei Benutzung einmalig den Zauber Hellsicht. Also ja, es gibt immer noch Schriftrollen und Zauberbücher wahrscheinlich. Also Schriftrollen für die einmalige Anwendung und Zauberbücher, um den Zauber wirklich zu lernen. Aber ja, für uns nichts Interessantes hier. Weiter. So, noch ein Witz. So für zwischendurch. Oh. Rasten. Wenn eure Gruppe längere Zeit nicht gerastet hat, läuft sie Gefahr, infolge der Erschöpfung verwirrt oder schwach zu werden. Wenn der Gefahrenanzeiger nicht rot ist... Achso, das könnte der Gefahrenanzeiger sein. Könnt ihr rasten, um alle Gruppenmitglieder zu erfrischen, die nicht außer Gefecht sind. Okay. Witz. Kennen wir schon. Treffen sich zwei Männer in Forsterbruch. Der erste sagt, ich kenne einen Piraten mit einem Holzbein namens Roberts. Wirklich? Fragt der andere, wie heißt dein anderes Bein? Das war schon fast lustig. Okay, wir kommen später zurück. Jetzt wollen wir erstmal weiter die Stadt erkunden. Können wir hier raufklicken? Ja, können wir. Okay, da ist das Schiff. Hier war Maximus? Oder war da Maximus? Okay, hier war der Schmied. Hier ist die Magierin. Da ist der Witzeerzähler. Ja. Na gut, Orientierung ist noch etwas schwierig. Oh. Das muss ein Tempel sein. Okay, Tempel brauchen wir noch nicht. Aber die sind alle müde. Gibt es eine Taverne? Kaltwelt ist der Waffenschmied der Stadt. Stattet ihr einen Besuch ab, wenn ihr eine neue Klinge braucht oder eine alte ausbessern lassen wollt. Hm, Waffen können kaputt gehen. Das finde ich schon mal gut. Also, dass die Technik implementiert ist, dass Waffen kaputt gehen können. Er war früher Soldat der Einhornarmeen. Also kann er euch vermutlich auch das ein oder andere beibringen. Ja, wir hätten trotzdem gerne eine Taverne. Das hier sieht so aus. Der Goblin wacht... Der Goblin-Wachturm ist sorbiger als Gasthof. Nein. Wer mal den Magic Sack gespielt hat, weiß, dass der Goblin-Wachturm kein Gasthof ist, sondern ein ganz anderer Ort. Aber gut, schon wieder eine schöne Anspielung. Wenn ihr es leid seid, auf dem Boden oder in einem Zelt zu schlafen und zur Abwechslung einmal die Annehmlichkeit eines richtigen Bettes genießen wollt, seid ihr hier richtig. Der Koch macht außerdem ein wirklich gutes Fischragout. Jedenfalls hoffe ich, dass es Fisch ist. Jo, gehen wir doch mal rein. Du bist ein Mietling? Braucht ihr etwas? Kundschafter. Ein Krieger ist nur so stark wie die Schwächen seines Feindes. Für den geringen Betrag von 0 sowie 1% des Goldes, das ihr finden, kann ich euch mit dem Wissen versorgen, damit ihr euren Feinden immer einen Schritt voraus seid. Das ist sehr vage. Aber okay. Wir können ihn entlassen und wir können Klatsch von ihm abholen. Aber was machst du jetzt? Okay. Gucken wir mal hier rein. Hallo Oscar. Du siehst verdächtig so aus wie die anderen NPCs bisher. Da müssen sie doch was einfallen lassen. Also es kann nicht sein, dass die NPCs sich alle so ähneln. Sollte mindestens ein bisschen so aussehen wie das Porträt. Oder einfach nur anders. Weil das war auch der Witzeerzähler und das war auch der Typ in dem Haus von der Might and Magic 6. Also Heroes of Might and Magic 6 Heldin. Na gut, was haben wir hier noch? Hier, mit dem wir klatschen können. Und ein Auftrag. Ihr seid also Jäger der verlorenen Schätze. Kühne Herausforderer uralter Mysterien. Unerschrockene Forscher des großen Unbekannten und der verborgenen Weisheiten. Er lacht fröhlich. Ach, wie wunderbar, euch kennenzulernen. Ich freue mich tatsächlich dringend die Dienste einer Gruppe wie der euren. Also... Eigentlich wollen wir nur eine Urne wegbringen und zwischendurch ein bisschen plündern. Aber uralte Mysterien klingen auch ganz toll. Wisst ihr, ich bin... Ich glaube, man könnte sagen, ich bin selbst ein Entdecker.
Ich habe viele Monate mit der Erforschung dieses Landes verbracht und Informationen über seine erstaunlichen und farbenprächtigen Bewohner gesammelt. Aber ich muss diese Gegend in ein paar Monaten verlassen und ich fürchte, ich werde nicht genug Zeit haben, um meine Kategorisierung der hier auf der Halbinsel lebenden Völker und Kreaturen zu vervollständigen. Na, ich sehe, worauf das hinausläuft. Wir müssen jetzt bestimmt jede Kreatur einmal bekämpfen, um Informationen darüber zu sammeln. Also biete ich die Möglichkeit für mich zu arbeiten. Habt ihr Interesse an abendlustiger... Ja, haben wir. Schwing, wieder ein schöner Sound. Großartig, hier ist ein Bestiarium. Benutzt es bitte, um sämtliche Informationen aufzuzeichnen, die ihr auf euren Reisen über die Kreaturen sammelt, denen ihr begegnet. Für jeweils, sagen wir 10 Kreaturen, die ihr in das Bestiarium eintragt, biete ich euch eine Belohnung an. Je mehr Kreaturen, desto größer wird die Belohnung sein. Solltet ihr auch Wesen wie Banditen und Orks eintragen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Hm. Sagen wir, ihr könnt es tun. Mir ist es lieber, ich streiche die Liste später zusammen, als mit unvollständigen Wissen, meine ich, nach Hause zurückzukehren. Einen schönen Tag noch. Okay. Erster Nebenauftrag, würde ich sagen. Hm? Was wollen von Kengi? Kengi beschäftigt. Wir könnten einen Koch anwerben. Aber wir haben keinen Platz. Dienste? Proviant rasten. Rasten. Bleibt über Nacht. Zimmer kostet 20 Gold. Haben wir nicht. Also müssen wir doch draußen schlafen. Aber ja. Wir haben den ersten Nebenauftrag. Und ich wäre fast versucht, den Nebenauftrag zuerst zu machen. Obwohl ich den Verdacht habe, dass wir nicht hier wegkommen, bevor wir nicht mit Maximus gesprochen haben. Das ist das Ausbildungszentrum für die Stadtgarnison. Aber gegen eine Gebühr könnt ihr hier auch Zivilisten ausbilden lassen. Natürlich können sie euch nicht alles beibringen, aber es ist der perfekte Ausgangspunkt, um mit Verbesserung eurer Fähigkeiten zu beginnen. Sehr schön. Das wird das Level-Up-Gebiet sein. Jo. Und wieder mal Heroes of Might and Magic Anspielung. Und so ähnlich sahen die Trainingshallen früher auch aus. Also 6, 7, 8. 9 wahrscheinlich auch, aber niemand wird gerne 9 gespielt haben. Was zur Hölle machst du da? Ich wollte gerade über das Might and Magic Franchise lästern. Also nicht wirklich. Aber ja, Might and Magic 9 war absolute Grütze. Deswegen gab es ja auch 10, 11 Jahre lang kein Spiel. Wegen dem Spiel. Aber ja. Ausbildung, Experte für Luftmagie, Experte für Bogen, Experte mit der Armbrust. Ich hoffe, er ist kein Experte mit der Armbrust. Ja, für später vielleicht noch interessant. Jetzt erstmal nicht. Oh, wir können Fass aufmachen. Himmlische Rüstung, kleiner Mahnentrank. Okay. Ich bin Zale, der Hafenmeister von Sorpegal. Und tatsächlich so etwas wie der Bürgermeister hier. Kann ich euch behilflich sein? Irgendwie wage ich es zu bezweifeln, dass ein Typ in so einer komischen Rüstung in der dunklen Ecke in der Stadt sowas wie der Bürgermeister ist. Aber was für einen Auftrag hast du für uns? Vor ein paar Jahrhunderten war Sorpegal noch eine Hochburg der Schmuggler. Verglichen mit den stark befestigten Hafen von Katal war Sorpegal ein sehr viel weniger riskanter Zugang zur Halbinsel. Wie sich herausgestellt hat, war einer meiner Vorfahren selbst ein Schmuggler. Ich habe kürzlich ein altes Tagebuch gefunden. Offenbar gab es mal ein geheimes Gewölbe unter der Stadt. So haben sie die Waren herein und herausgeschmuggelt. Mein Vorfahr behauptet, er hätte einen Sparstrumpf in diesem Gewölbe versteckt. Und Sparstrumpf ist ja wohl recht lose übersetzt. Und zwar in einer alten Truhe, von der ich den Schlüssel gefunden habe. Findet die Truhe, dann teilen wir das Gold. Findet das geheime Gewölbe. Ja, ich denke mal, da werden wir irgendwann drüber stolpern. Das ist nicht das geheime Gewölbe. Ausrüstung. Neue Ausrüstung wird dem Gruppeninventar eurer Gruppe hinzugefügt. Ausrüstungsgegenstände können den entsprechenden Ausrüstungsplatz eines Charakters zugeordnet werden, wenn ihr die Fähigkeit besitzt, sie anzulegen. Lasst den Mauszeiger über einen Gegenstand schweben, um dessen Werte zu sehen. Ja. Okay.
Wir können also einfach so durch die Stadt laufen und alles mitgehen lassen, was nicht nagelfest ist. Ja, könnte man jetzt als kleinen Negativpunkt aufführen, aber ich weiß nicht. Realistisch gesehen macht man das in jedem Spiel so. Außer man RPt das Ganze. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, sind die Farben. Also, das ist jetzt aber jetzt alles viel zu hell. Und auch bei den Sachen ist alles zu bunt, zu WoW-artig. Aber das ist Geschmackssache. Das müsst ihr ja selber für euch entscheiden. Deswegen mache ich das Let's Play hier auch. Damit ihr gucken könnt, ob das Spiel was für euch ist und es dann kauft oder nicht kauft. So, wir könnten jetzt zu Maximus, was ja die Hauptquest wäre. Oder wir könnten irgendwie versuchen, das Gewölbe zu finden. Was sagt die Karte? Karte sagt, wir sind einmal rum. Und da ist ein Tor. Warte mal. Achso, wir sind da oben. Wir müssen nach Südwesten. Also hier lang. Nacht bricht herein. Achso, wir wollten ja eigentlich schlafen, ne? Klick. Klick, klick. Rasten. Jetzt müssten wir ein Nahrung verbraucht haben. Ja. Habe eine Rast eingelegt und einen Proviant verbraucht. Okay. So. Hier ist eine Tür eingeblendet. Ah, ein Brunnen. Aber wir dürfen nicht rein. Dann wird das wohl nicht das Gewölbe sein, wo wir die Kiste finden sollen. Das sind die Ställe. Oh, das ist ein Fass. Ja, jo. Lehrlingskristallkugel, die gut was wert ist. Wasserabwendung und Tränke. Alles mit. Also ja, es ist schön, die Stadt so ein bisschen zu erkunden. Und nebenbei ein wenig Grundausrüstung zu sammeln. Wobei, ein weiterer Punkt, den ich negativ anmerken möchte. Gleich das denn. Die Truhen und Fässer sehen alle identisch aus. Und sind ziemlich groß, dass man sie auch ja nicht übersieht. Das hätte man anders lösen können. Also ich habe so ein wenig das Gefühl, als wenn das Spiel so ausgelegt werden soll, dass wirklich jeder spielen kann. Und halt auf die breite Masse ausgelegt ist. Was bei mir so leichte Gänsehaut verursacht. Aber ja, schauen wir erstmal weiter. Dustin redet wieder. Also Dustin. Das sind die Stadttore. Dahinter liegt die Argyn-Halbinsel. Aber ich glaube nicht, dass ihr dafür schon bereit seid. Warum verbringt ihr nicht zunächst einige Zeit in Sorpigal, um eure Fähigkeiten zu verbessern? Nein. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich machen soll. Wer da? Gebt euch zu erkennen. Abenteurer, was? Plünderer? Ja, hallo? Wir untersuchen gegenwärtig das Verschwinden mehrerer Einwohner. Niemand verlässt die Stadt, bis wir herausgefunden haben, was mit ihnen passiert ist. Falls ihr eine Beschwerde habt, tragt sie Kommandant Maximus in der Garnison vor. Wir werden gegängelt. Wir müssen die Hauptquest machen. Wenn Magie euer Ding ist, vergesst nicht, die Arcana-Bibliothek zu besuchen. Ihr werdet dort nicht die seltenen Bücher und Grimoire finden, die es in der Akademie der Sieben Städte oder auch Kartei gibt. Aber wahrscheinlich haben sie ein paar nette Zauber für Anfänger wie euch. Nicht zu ungut. Ja, Heilzauber wäre nicht schlecht. Aber wir haben kein Gold. Und die Sachen zu verkaufen wird wahrscheinlich auch nicht so viel bringen. Können wir später reingucken. Wer bist denn du? Ja. Klatsch und Tratsch. Vermisste Personen. In Sorpigal ist es eigentlich immer ruhig, aber in den letzten Wochen war es sogar viel zu ruhig. Einige Einwohner der Stadt scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben. Und aus dem Altstadtbrunnen kommt ein Gestank nach oben. Das ist recht naheliegend, was dann passiert ist. Okay. Raus und plündern. Kommt alles mit. Wir bedanken uns bei der Frau, die uns plündern lässt. Und gehen jetzt dann wohl doch zu Maximus. Was anderes haben wir nicht wirklich. Und wieder der NPC. Hallo, NPC Nummer 001. Kann ich euch helfen? Klatsch über Zauberer, Klatsch über Reform. Nein. Aber ja, ich sollte echt aufhören, ein wenig darauf rumzuhacken. Das Ganze ist halt noch eine Early Access. Da fehlt einiges. Zumal das Spiel jetzt auch nur so zurechtgemacht wurde, damit Tester wie ich das jetzt angucken können. Während das fertig gemacht wurde, wurde es ja auch weiterentwickelt. Aber davon habe ich nichts mitbekommen. Und davon werden auch die anderen nichts mitbekommen.
Das wird man halt erst sehen, wenn das Spiel später draußen ist. Oh. Was zur Hölle? Sobald sich mindestens ein Feind auf einem mit dem Standort der Gruppe benachbarten Feld befindet, beginnt für beide Seiten der Nahkampf. Und niemand kann sich entfernen. Ihr könnt euch aber drehen, um andere Feinde in anderen Richtungen anzugreifen. Oh, okay. Das heißt, wir können nicht mehr rückwärts laufen und Zauber sprechen. Das ist schon mal ganz gut, weil das war früher ein wenig albern. Auf jeden Fall eine positive Veränderung. Und hier haben wir einen leichten Grafik-Glitch. Aber der ist auf der Liste, das ist absolut kein Problem. Da wurde ich ja vorgewarnt. So. Erster Kampf. Alles ist rundenbasiert. Das heißt, wir haben keinen Stress. Wir können machen, was wir wollen. Und wir wollen angreifen. Kampfrunden. Während des Kampfes kann in eurer Runde jeder Charakter seinen eigenen Zug machen. Der aktive Charakter ist mit einer blauen Flamme über sein Porträt gekennzeichnet. Da. Die Standardreihenfolge ist von links nach rechts, aber ihr könnt ein anderes Gruppenmitglied vorziehen, das noch nicht in der Reihe war, indem ihr auf sein Porträt klickt. Also einfach so. Du haust drauf. Du kannst nicht schießen, weil du im Nahkampf bist. Hast du einen Dolch in der Hand? Ja, du hast einen Dolch in der Hand, okay. Oh, das Ding ist weg. Zauberbuch. Greifen da ein. So. Da fehlt. Und du hast deine ganzen Zauber nicht mehr hier drin. Das sind die Zauber von ihr. Warum kann ich deine Zauber nicht auswählen? Zauberbuch Feuerstrahl. Na also. Ein Gegengift und 3 Gold. Und du bist vergiftet. Wir haben gerade ein Gegengift bekommen. Und wir haben 4 Stück davon. Du bist nicht Dirk. Du bist nicht Mürm. Oh, hier ist auch was verbuggt.